So, und wieder hier bei unserem Container. Diesmal wollen wir uns weiter an die Kampagne halten. Gleich durch das Telefon klingelt. Das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich habe dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melojob. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erkläre. Erzähl's. Dann treffen wir uns. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Ich habe jetzt tatsächlich Stacheldraht hinten auf meinem Truck liegen. Auch nicht schlecht. So, erstmal einen Wegpunkt setzen zur Kampagne. Die Polizei sucht nach einer. Die Autofahrten sind meist echt amüsanter, wenn man dabei Musik hören kann. Aber ich muss das ja leider rausmachen, weil ich keine Lust habe, dass mein YouTube-Kanal gesperrt wird. Bloß wegen Inhalt von Dritten. Dabei monetarisiere ich doch gar nicht. Naja. Sei es dahingestellt. Deswegen versuche ich natürlich hier keine Welt. Umrundungstouren zu machen. Er sieht selbst über 1 Kilometer. Nächste Mal da. Die Nachrichten kommen natürlich durchgehend. Ist ja nicht so, dass ich das andauernd höre. Mitteleuropa. Europäer wieder. Mann, wenn ich die zu greifen kriegen würde, sag ich euch. Hier ist eine Polizei am Blinken. Naja. Ja, geh mal aus dem Weg da, ich kann dich gar nicht leiden. Halt durch, Junge. So. Was hast du denn für eine Hose an? Jawohl. Nettes Arschgewackel. In Orange. Nee, ich möchte nicht runterspringen. Am Ende, ich bin immer so der Typ, der natürlich stirbt. Wir sollten was kochen. Oh, cool. Ein paar Schwule. Hier gibt's echt alles. So, ab geht's mit der Kampagne. Ich muss mich beeilen. Damien Stolz ist sein Schwachpunkt. Das spiele ich aus. Er muss sagen, was er weiß. Dann muss er weg. Er ist zu unbesorgt, zu gefährlich. Oh, oh. Treffen Sie Damien auf dem Platz. Telefon. Wo bist du? Die Antwort wird dir sicher nicht gefallen. Weißt du was? Vergiss es. Ich brauche sowieso nichts von dir. Du hast mir nur Ärger gemacht. Das Gespräch ist beendet. Oh, zu spät, Aiden. Du wirst nicht glauben, wo ich bin. Aber egal, ich schicke dir den Feed. Finde einen Fernseher und sieh selbst. Das ist Nickys Haus. Was machst du da? Beeil dich, mein Junge. Deine süße Schwester braucht dich. Damien! Oh, Alter, ehrlich? Damien, was ein Was machst du denn? Eine Karre. Da ist eine Karre. Ehrlich jetzt? Der spielt mit mir. Der Hurensohn spielt mit mir und ich fall drauf rein. Was macht er bei Nicky? Er tut ihm nichts. Bring ihn um, wenn er sie anlässt. Das muss er wissen. Nein, er versucht. Wie behindert, ich komme hier nicht rum. Er will mit mir arbeiten. Den Kerl finden, der uns angreift. Alter, ich kriege gleich zu viel. Ich muss ihn erledigen.
du musst langsam mal zusehen, dass ich da hinkomme. Ehrlich jetzt? Mein Auto hängt in dem Busch fest. Alles klar. Da ist ja zum Glück die Autobahn. Siehst du, in Film passt das natürlich, die kommen immer direkt dann da an, wo sie hin müssen. Stellt euch mal vor, das würde so passieren. Oh Gott. Wenn ich hier jetzt runterknall, tot. Einer. Ich hole mal deine Karre eben. Ja, ist ein Notfall, Mann. Bleib locker. Die gefühlten 5 PS geben echt alles. Sind sie? Verschwendung, all das Verschwendung. Weißt du, die echte Tragödie hier ist, dass jemand wie du von so vielen zerbrechlichen Dingen umgeben ist. Das macht dich zerbrechlich. Wo? So funktioniert das nicht. Du solltest rangehen. Ja. Nicky, wo bist du? Nicky! Denk doch nach. Wenn du Scheiße baust, ist sie tot. Verfluchte Scheiße. So wollte ich das wirklich nicht. Aber jetzt ist es so. Hättest du auf mich gehört, sah ja alles anders aus. Sag mir einfach, wo sie sind. Wo sie sind, ist nur Nicky. Der kleine Junge. Weiß nicht, wo er ist. Ich sag dir, wie es laufen wird. Das führt zu einer Festplatte. Es gab doch einen zweiten Hacker. Das führt zu seinem Computer. Finde ihn. Und du erfährst, wer hinter dem Anschlag steckt. Was willst du wirklich? Du hast kein Recht, Fragen zu stellen. Ich will die Festplatte. Mehr musst du nicht wissen. Das ist der Preis für Nicky. Hör auf zu denken, Aiden. Ich will regelmäßige Updates. Dafür darfst du mit Nicky sprechen. Quid pro quo, ja? Das geht nicht gut aus für dich. Vielleicht, aber keine Spielchen. Wenn es wirklich sein muss, töte ich das Mädchen. Wir hören uns, Partner. Dreckiger Wichser. Wo ist Jax? Damien hat ihn nicht. Hoffentlich hat er sein Tablet. Da. Er ist im Zug. Oh, Scheiße. Jemand verfolgt ihn. Den kriegen wir. Damien darf sich Jax nicht holen. Er muss sicher sein. Na los, ich kann es schaffen. Ich schnapp mir Jax und dann... Nicky. Schnell Motorrad, komm. Dann sind wir schnell. Ja. Mann, ich hab's gerade aufgemacht, Mann. Das schaffe ich niemals. Ich hacke den Zug und bring Jackson so weg von den Typen. Ich schaff's zum nächsten Stopp. Halt dich.
Scheiße! Okay, schnell zum nächsten Halt! Los, los! Oh, ehrlich, du Taxifahrer, Alter. Jackson holen, Mann! Jax. Alles ist gut. Du bist jetzt sicher. Hör zu. Das ist wichtig. Die Männer im Haus, haben dir irgendwas gesagt? Komm, Jax, sprich mit mir. Na los. Wir suchen jetzt deine Mom. Yolanda, hi. Hier ist Aiden Pierce, Nickys Bruder. Ist alles in Ordnung? Es wäre gut, wenn wir uns treffen könnten. Ich bin in der Bahn mit Jax. Ist gut. Wissen Sie, wo Nicky ihn immer abgibt? Ja, wir kommen hin. Du musst jetzt ganz tapfer sein, okay? Das haben die im Haus gesagt? Das ist gut, Jax. Das ist gut. Hey! Hallo, mein Schatz. Was ist, Mr. Pierce? Wo ist Nicky? War eine harte Woche. Sie hat sich gezwungen, Linas Sachen wegzugeben. Ich denke, sie hat sich endlich verabschiedet. Wie schlimm ist es? Schlimm genug. Sie sollte anrufen. Sie wollte, dass ich sie anrufe. Wir wollten fragen, ob sie ein paar Tage auf Jackson aufpassen. Wir bezahlen natürlich.
Natürlich. Ich helfe so gut ich kann. Wäre toll, vielen Dank. Nikki muss trauern. Ist hart, aber ist gut so. Es war schwierig. Aber wir kriegen das hin. Stimmt's? Okay, kleiner Mann. Wir stellen die Stadt auf den Kopf. Na, komm. Bis bald. Oder auch nicht. Nächster Punkt für die Kampagne ist da. Moment, gibt's aber ab. Kann ich Ihnen helfen? Nein, ich will jetzt kein Verbrechen verhindern. Ich bin doch nicht die Wohlfahrt hier. Nee, die Karre, besser, die hört sich nur so knatterig an. Was? Raus da! Siehst du? 1A weggeschoben den Van. Ich gehe in einen rauen Bezirk. Ich muss mich vorbereiten. Wie geht's denn? Suchst du irgendwas? Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle mir, des Chicago Correctional Center amtlich gerade, überprüft. Die Fakten sind spärlich, aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. Danke für den Einkauf. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass sein Klient ein Opfer... Obwohl, ich kann ja eigentlich mal herstellen, erstmal. Ray Steen ist in den Brandon Docks und ich habe da keinen C2S-Zugang. Ich sollte wohl zuerst das Kontrollzentrum hacken. Ich wollte nicht... Ach, scheiße. Ich wollte nicht stehlen. Warum habe ich die fucking Waffe gezogen, Alter? Der Typ rennt jetzt weg wahrscheinlich, ne? Ja. Das wollte ich nicht. Sorry. Kacke! Kannst du da bitte wieder reingehen? Ich brauche noch ein paar Komponenten. Scheiße. Naja. Jetzt habe ich sie gebaut. Gut. Nächster Punkt. Oh Gott. Das ist ein Weg. Achso, wollen wir mal gucken, was wir für ein Auto kaufen können. Ich habe schon lange nicht mehr geguckt bei unserem Autoabrufdingen. Die Ampelanlagen der Stadt sorgen mit ihren Fehlfunktionen weiterhin für Unfälle. Viele der betroffenen Autofahrer erwägen derzeit schick, eine Sammelklage gegen die Stadt. 100.000. Kaufen. Oh. Was es nie alles gibt, nicht wahr? Sport. Ui, das sieht auch schick aus. Luciano. Truck. Den habe ich schon alle. Okay, dann brauche ich nichts. Vor allem gebe ich da keine Kohle für. Die stehen noch frei auf der Straße rum hier. Ich glaube, ich fahre jetzt gerade einen Umweg. Warum hat er mich denn nicht gleich rechts geschickt? Wir werden es nie... Achso, wegen der Autobahnauffahrt. Okay, ich nehme das zurück.
Ich hab's echt mit dem Auto ran. Meine Fresse. 3 Kilometer. Muss ich Werbung machen in eigener Sache? Wäre cool, wenn ich mein Ganzschutzsymbol da oben einblenden könnte. Das gehört ja nicht zum Spiel. Ja, ich weiß. Ich weiß! So, Wards. Ich würde jetzt gerne wissen, in welchem Gang ich bin. Wie viele Gänge hat die Karre? Wo fahre ich denn hier hin? Leute, Leute. Hallo Müllcontainer. Mülllastfahrer. Die nerven sowieso immer. Ich glaube, meine Motorhaube sollte ich mal nachgucken lassen. Ich glaube, die Schließvorrichtung dafür ist nicht mehr ganz in Ordnung. So. Sperrbezirk. Lokalisieren Sie eine Wache mit Zugangscode. Okay. Haben wir denn hier keine Kameras? Müssen da oben Kameras sein, oder? Ich verschiebe mich mal außen lang. Sehe ich keine Kameras? Leute, was ist los mit euch? Fernzugriff, da war er gerade. Kann mich nicht sehen. So. Keine Wache mit Zugangscode. Du musst doch irgendwo ein Mister wichtig rumrennen, oder? Kommt einfach nur noch, hacken Sie den CTOS-Server. Ja, das ist jetzt natürlich einfacher als gesagt. Da muss ich reinführen oder was?
Das ist doof jetzt. Komme ich da nicht rein? Ist nicht noch irgendwo eine Kamera rechts auf der Seite? Wahrscheinlich nicht so, ne? Guck mich noch einmal um. So, fertig. Das war jetzt natürlich auch schlau, mein Freund. Sei vorsichtig! Das schmeckt mir nicht! Durchsuch das Gebiet! Vorsicht! Er ist weg! Wir sind erledigt! Such dort entlang! So, er hat jetzt was gehört. CTOS Blackout habe ich aber gar nicht gemacht. Ach, kacke, ich habe jetzt die Stromverbindung unterbrochen. Das war natürlich nicht schlau. Ich will ja diesmal eigentlich leise vorgehen. Das zum Thema leise. Gut, wir haben noch ein paar andere Waffen dabei. Ich schieße doch nicht. Los, ich decke euch. Das ist ja mich echt versucht, oder? So. Der ist weg. Deckt mich. Ist ja wohl klar, wie das hier aussieht. Nein. Wo ist der Typ? Ich brauche Hilfe! Passt auf, ich decke euch. Komm mal mehr. Was denn jetzt? Jetzt fangen sie aber an zu spinnen. So. Ein bisschen verschieben. Okay, er kommt jetzt da lang. Aufpassen! Und haltet die Augen auf! Wo ist er hin? Seht ihr jemand? Pass auf, Mann! Wer ist es? Pass gut auf, er ist hier! Er kann nicht weit sein, seht euch um! Okay, da steht hinter irgendwas. Der fucking Scharfschütze, ne? So. Aber für dich habe ich auch ein Spielzeug. Sehe ihn nicht. So, weg ist er. Warum das jetzt nicht direkt auf dem ersten Anhieb geklappt hat gerade? Ich habe Linksklick gedrückt, aber es ist nichts passiert.
Tja, Freunde. Ihr müsst ja immer übertreiben, ne? So. Muss eigentlich alles gewesen sein. Vorsichtshalber holen wir trotzdem mal die Pump für den Nahkampf raus. Ja, hier über die Kamera. Ah, siehst du? So hätte ich es machen können. Aber die Möglichkeit habe ich nicht so schnell gesehen. So, jetzt muss ich erstmal die ganzen Kram wieder aufmachen. Das haben wir entriegelt. Den Bezirk geschafft.